Es ist schon über die Gewerkschaften gesprochen worden in der Zeit, die wir hier jetzt sitzen. Und es ist auch schon einiges uns mit auf den Weg gegeben worden von der Wissenschaft, von dem Wohlfahrtsverband. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns die Gewerkschaft mit auf den Weg geben will, auch als Partei. Bitte schön. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so einfach, jetzt am Schluss noch, ne? Aber ich halte mich kurz, ich werde die 5 Minuten schaffen, ich weiß es. Und danke nochmal an Klaus, weil du auch viel schon sozusagen zu Gewerkschaften gesagt hast und du hast so ein bisschen den Bereich abgedeckt, den ich nicht so abdecken kann, nämlich sozusagen so die Industriegewerkschaften und so. Ich bin selber ja bei Verdi, wir sind Dienstleistungssektor und ich, bei dem, was ich jetzt sage, bezieht sich natürlich viel da drauf und ich hoffe zu entschuldigen, wenn ich dann sozusagen andere Bereiche nicht so stark beleuchte. Also was mir auffällt als Gewerkschaftssekretärin im Dienstleistungssektor, ist es schon so, dass sich die Herrschenden und auch so die herrschende Politik so ein bisschen in einer politischen Legitimationskrise befindet. Also wenn ich mit Beschäftigten rede, wenn wir das thematisieren, dann kommt es eigentlich relativ schnell. Alles, was hier ausgeführt worden ist, Angst, Armut trotz Arbeit, Überlastung, Burnout, Reallohnverluste, über längere Zeiträume, Befristung, sozusagen die tägliche Erfahrung in den Betrieben untergebuttert zu werden, Betriebsräte, die bekämpft werden, wenn du als Gewerkschaftsmitglied jetzt nicht in so einem hier Metallbetrieb arbeitest, sondern in so einer bei der AWO oder so, dann hast du halt auch wirklich täglich mit Gewerkschaftsbashing zu tun. Das ist schon so, dass das den Beschäftigten bewusst ist, ist Normalzustand geworden und es ist Alltag für die Leute. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über sowas wie Organisierung nachdenkt. Anderes ist nur einigen bewusst, anderen wieder nicht, also sozusagen wie die Wahlergebnisse ja zeigen. Da geht es mir jetzt auch um so Fragen wie öffentlicher Dienst und sozusagen öffentliche Verwaltung. Also meines Erachtens ist ja so, dass die Flüchtlingskrise eigentlich eine Verwaltungskrise ist und eigentlich nur zeigt, wie runtergespart die öffentliche Hand schon ist. Und dass die Aufnahme von Flüchtlingen in einer Situation passiert, wo alles, zumindest in den nicht explizit reichen Kommunen, knapp auf Kante genäht ist. Die Steuerpolitik der letzten Jahrzehnte hat vermögende Unternehmen entlastet, breite Teile der Bevölkerung sozusagen zusätzlich belastet. Auch das ist was die Leute spüren, steigende Mieten. Und da würde ich sagen, das ist wirklich richtig kampagnenfähig. Ja? Also das Thema Mieten ist eins der wichtigsten der nächsten Jahre auf jeden Fall, ist schon jetzt das wichtigste Thema. Steigende Mieten ist auch ein Ergebnis eines Verzichts auf kollektives und kommunales Eigentum. Und ich glaube, als solches muss man das auch sozusagen thematisieren und damit auf direkte Steuerung des Wohnungsbestandes und der Mieten. Und das war gerade hier in Berlin ja auch gut zu beobachten, wo das Land Berlin nach der Wohnungsnot und explosionsartig steigenden Mieten in den 80er Jahren in West-Berlin quasi in den 90er Jahren die gleiche Scheiße weitergemacht hat. Privatisieren, die haben also 50% kommunalen Wohnungsbestand dazu bekommen und haben alles verscherbelt in den letzten 20 Jahren. Und mit dem Ergebnis, vor dem wir jetzt sozusagen, das überall beklagt wird und was sozusagen bei unseren Beschäftigten, auch bei den Verdi-Mitgliedern einfach aufschlägt, natürlich. Das ist ein Thema, was Angst macht. Ist oft Thema, zum Beispiel wenn wir so auf Tarifrunden vorbereiten oder so, dann kommt immer die steigende Miete als ich sozusagen auch eine Begründung, warum ich mehr Lohn brauche, natürlich. Ne? Das ist nicht nur im Bereich Wohnen so, ist auch im Bereich Verkehr, Kita, Gesundheit und so weiter, hat man halt so direkte Steuerungsmöglichkeiten über sozusagen Eigentum gegen indirekte, an Marktmechanismen orientierte getauscht und hat jetzt den Salat. So. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das immer wieder gebetsmühlenartig vor uns her tragen, damit das Wissen nicht verloren geht darum, dass das auch anders geht, weil das ist ja die Gefahr sozusagen bei jüngeren Leuten, dass das Wissen wirklich verloren ist. Ja? Also das ist sozusagen nach 25 Jahren Neoliberalismus jetzt und sagen wir mal 15 Jahren Verschärften, ist sozusagen schwierig, also muss man das, glaube ich, einfach immer wieder Prozesse organisieren, in denen dieses Wissen wieder Platz hat und erlebt wird. So. Als Gewerkschafterin noch dazu im öffentlichen Dienst und in Bereichen, die von öffentlichen Geldern abhängen, sind wir mit den Entwicklungen, die ich jetzt gerade genannt habe, natürlich über die Situation der Beschäftigten in den Dienstleistungssektoren konfrontiert, aber natürlich auch über unsere Mitglieder als Bewohner der Stadt, als Bürger, als Mensch in unserem Land und in Europa.
Was ich damit sagen will, ist, dass die Auswirkungen der Austeritätspolitik, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was Gewerkschaften angeht, die Auswirkungen der Austeritätspolitik, also der Sparpolitik und der Politik der Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste, die trifft alle Menschen in diesem Land und in diesem Europa. Es betrifft alle Mitglieder von Gewerkschaften und ihre Bekämpfung sollte auch ein gemeinsames Interesse aller Gewerkschaften sein, um mal in Deutschland zu bleiben, von der NGG über Verdi eben auch zur IG Metall und zur IG BCE. Und da ist es mir echt zu still an der Stelle. Das muss ich an der Stelle wirklich deutlich sagen. Wir haben als Verdi, bei Verdi ist es mir zu still, aber da in der Ecke ist es noch viel stiller. Ja. Manche, auch das wissen wir, können die Entwicklung über höhere Einkommen kompensieren. Das hattest du ja jetzt so ein bisschen ausgeführt mit diesen verschiedenen Gruppen, ne? Aber seien wir mal ehrlich, die werden ja auch immer weniger. Das heißt, auch das ist eigentlich im Bewusstsein der Leute. Die Probleme sind also nicht mehr ignorierbar und werden auf verschiedensten Ebenen artikuliert. Auch das ist eine Erfahrung, die wir im täglichen Alltag mit sozusagen Beschäftigten machen. Ihre Bearbeitung findet ihren Ausdruck in verschiedensten, finde ich, und jetzt mal ein bisschen nach vorne geguckt, in sehr interessanten Kämpfen um Wohnraum, Gesundheitsversorgung und natürlich auch in tausenden Arbeitskämpfen. Es ist ja nicht so, dass wir weniger streiken, sondern wir streiken mehr. Wir erreichen nicht mehr so viel, aber sozusagen es passiert viel, es wird auch viel gekämpft und ich glaube, da drin steckt allein in dem Prozess auch schon ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir gucken müssen. Ob das in kleinen Betrieben ist, wie im Botanischen Garten hier in Berlin oder in einer großen Aufwertungsrunde wie dem Sozialen Erziehungsdienst im letzten Jahr. Sozusagen, wenn Leute losgehen und für ihre Interessen kämpfen und in Austausch gehen, ist es unsere Aufgabe als Gewerkschaften, zum einen diesen Prozess gut zu organisieren und zum zweiten in diesem Prozess sozusagen das gesamte Hintergrundwissen, also wenn es um öffentlichen Dienst geht, sowas wie Austeritätspolitik, Sparpolitik mit zu thematisieren und quasi politische Bildung zu ermöglichen. Das ist ein enorm wichtiger Punkt und ich glaube, da können wir noch so richtig, da ist noch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Was haben wir erfahren in den Arbeitskämpfen? Dabei haben wir vor allem erfahren, manche haben es auch vorher schon gewusst, dass wir in einem von der Austeritätspolitik zugerichteten öffentlichen Sektor einen langen Atem brauchen und neue Strategien zur Durchsetzung entwickeln müssen. Dass wir, und das sage ich insbesondere auf den Bezug sozialen Erziehungsdienst, erstens Konflikte politischer und entlang anderer Zeiträume führen müssen und zweitens als Gesamtorganisation lernen müssen, dass Beteiligung und Demokratisierung nicht bei strategischen Fragen aufhören darf. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für jede Kampagne, auch für Kampagnen der Linken. Ja, wir haben es aber auch geschafft, auf Probleme wie die zunehmende Arbeitsbelastung und Personalabbau neu und kreativ zu reagieren. Also unter anderem durch die unermüdliche Arbeit aktiver Gewerkschafterinnen an der Charité ist es endlich gelungen, da wirklich jetzt letzte Woche, glaube ich, ist es das Siegel drunter, neue Regelungen wie Mindestpersonalschlüsse zu tarifieren und eine Tarifbewegung anzustoßen, die bundesweit jetzt gut anrollt und wo viele Krankenhäuser sozusagen nachziehen. Da kann ich nur sagen, da muss Verdi natürlich einen langen Atem auch sozusagen an den Tag legen und das dann auch, wenn es wirklich eine größere Welle der Bewegung gibt, eben nicht abbremsen, sondern sozusagen mit nach vorne treiben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. In Bezug auf die Organisierung dieser Kämpfe haben wir in vergangenen Jahren viel gelernt, was in Verdi und in anderen Gewerkschaften weiter verallgemeinert werden müsste. Und ich denke, das ist für die Partei auch nicht ganz uninteressant. Ich bin ja selber linke Mitglied, wir haben selber auch viele von, also zwei Seminare habe ich geschult, nee, eins war es glaube ich nur, genau, ein weiteres werde ich noch schulen, jetzt für die Kampagne und habe da auch mit vielen Aktiven vor Ort sozusagen Kontakt gehabt. Also ich glaube, eins ist ganz wichtig, Stellvertreterpolitik bringt uns nicht weiter, vielmehr sollten wir Ressourcen und Energie in Aufbau aktiver, kreativer, durchsetzungs- und auch streikfähiger Belegschaften setzen. Und das gilt nicht nur für die Belegschaften, das gilt auch für politisches Community Organizing, wenn es um sowas wie Mieten und andere Fragen geht. Das ist nochmal ein anderes Feld, aber ich glaube, das ist ein Transfer, den man aus den Gewerkschaften, aus diesen Erfahrungen sehr gut in diese anderen Bereiche machen kann. Strategisch ist dabei der Aufbau und die konsequente Einbeziehung von Schlüsselpersonen, Multiplikatoren und damit verbundener Aufbau und die Pflege sozialer Beziehungen, wie auch offener politischer Auseinandersetzung wichtig. Ne? Das ist wie die Frage über eine inklusive Gewerkschaftspolitik, über eine inklusive Politik. Da muss man natürlich auch streiten an der Stelle, das ist total wichtig. Ich würde sagen, an der Stelle geht es um Organisierung und nicht so sehr um Kümmern. Ich will dir nicht widersprechen, zu sagen, man muss sozusagen entlang der,
des Alltags organisieren und da drin natürlich auch einen Unterschied machen. Ja? Aber man kann, also ich glaube, man muss auch ein bisschen von so einer Kümmerhaltung wegkommen, sondern muss Leuten befähigen, zusammen mit einem selber, das selber in die Hand zu nehmen. Anders wird es nämlich nicht funktionieren. Mit, genau. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, die Organisierung entlang von Konflikten aufzubauen. Das hier Gelernte ist im betrieblichen und gewerkschaftlichen Wissen unverzichtbar und schafft genau die selbstbewussten, klugen und ich sage mal konflikterprobten Aktiven, die für eine Erneuerung der Gewerkschaften und ich denke auch der Gesellschaft unverzichtbar sind. Kolleginnen und Kollegen machen ebenfalls gute Erfahrungen, auch im Betrieb aus einer Defensivposition rauszugehen und auf das ewige, was brauche ich die Gewerkschaft oder was brauche ich die Linke sozusagen, ihr macht ja eh nichts, mal empört darauf hinzuweisen, dass auch die schwindenden Privilegien alles Ergebnisse sozialer Kämpfe waren, von Grenzüberschreitung, von zivilem Ungehorsam und von Kämpfen. Ja, und dass man sich darauf nicht ausruhen kann, sondern dass man da gefälligst auch mal was tun muss, um das hinzukriegen. Und das geht eher auch in Richtung sozusagen von Leuten, die sozusagen jetzt eine exklusive Solidarität vor sich hertragen. Ja, das ist nämlich ganz schnell weg. Genau, also das gilt für die natürlich Lohnfortzahlung als sozusagen Lohnfortzahlung als Ergebnis eines Kampfes, wie auch natürlich jede Tariferhöhung. Und wichtig ist, glaube ich, als Punkt, dass wir auch alle im Betrieb und auch in der Gesellschaft dafür verantwortlich, die Verantwortung dafür haben, dass die Kolleginnen und Kollegen da nicht weiter beraubt werden. Dafür muss ich und dafür kämpfe ich auch als Hauptamtliche, auch müssen sich auch die Gewerkschaften ändern. Also muss sich auch die Organisation Gewerkschaft ändern und das tut sie auch, auch wenn mir das manchmal zu langsam und zu zäh ist. Ja, so. Und da bin ich aber nicht alleine und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Wir haben mittlerweile mit vielen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern Austausch auf den Streikkonferenzen, da gehe ich raus und lebe ein halbes Jahr von der Stimmung, die dort ist, ne? Sozusagen mit den Belegschaften zusammen, mit den Ehrenamtlichen zusammen. Das ist super. Ich denke aber auch, das ist vielleicht nochmal jetzt so ein bisschen Wasser in den Wein, wir haben ja als Verdi natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass auch vielleicht aufgrund der eigenen Strategie und dieser Punkte, die ich gerade angesprochen habe, bestimmte Kämpfe eben nicht so erfolgreich waren, wie wir das gehabt hätten. Also S&E ist, denke ich mal, sozialen Erziehungsdiensten ein ganz wichtiger. Und ich glaube, da ist es genauso wichtig, sozusagen Beratungen zu organisieren, dass das beleuchtet, warum das so ist, damit nämlich die, die jetzt sagen, ja, da muss man jetzt sozusagen wieder autoritärer durchgreifen, dass die überhaupt nicht in dieses Fahrwasser sich überhaupt nicht ausweitet. Das ist eine Gefahr, die besteht auch in Gewerkschaften und da halte ich es für total wichtig, eben sozusagen diese Auseinandersetzung auch wirklich zu führen, auch mit denen, die jetzt zum Beispiel beim S&E 40% haben gegen diesen Abschluss gestimmt. Mit denen muss ich jetzt reden. Warum ist es so? Wie können wir das anders machen? Wie können sozusagen Leute aktiv bleiben? Ich habe selten so eine aktive Streikbewegung erlebt wie das. Und ich glaube, so ein kleiner Exkurs, ich denke, eine der Fragen sind auch bei der Kampagne, das muss drin sein von Bedeutung, was ich jetzt angerissen habe. Wir haben ja als Gewerkschaft mit Kampagnen auch so unsere Erfahrung, es gibt gute und schlechte. Und ich finde es wichtig, ich finde die sehr gut von der Linken, aber ich finde es ganz wichtig, dass viel Augenmerk darauf gelegt wird, wie die vielen guten Elemente von unten mit Leben versehen werden können und dass die lokale Anbindung, der lokale Organisierungsprozess im Mittelpunkt steht. Ja? Und da geht es eben nicht, da geht es sozusagen um Wähler, aber es geht erstmal darum, sozusagen vor Ort sich zu organisieren und dann können Wähler sozusagen ein Ergebnis davon sein. Ja? Und das muss weitergeführt werden über die Wahl hinaus und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig sollte uns allen klar sein, und mal so ein bisschen die große Ebene, dass wir die Regulierung der Arbeitsverhältnisse nicht allein mit tariflichen Mitteln durchsetzen werden. Also die Bildung eines Niedriglohnsektors war politisch gewollt, wie die Deregulierung der Arbeitsbeziehungen, nachhaltige Schwächung der Gewerkschaften, auch die strukturelle Unterfinanzierung des öffentlichen Sektors war und ist politisch gewollt. Im Moment sehe ich ein großes Problem darin politisch, das sehen wir auch in Gewerkschaften, in sozusagen Auseinandersetzungen, dass auf Probleme, auf Krisen wieder mit den gleichen neoliberalen Rezepten reagiert wird. Wie die Diskussion um Qualitätsverbesserung in den Krankenhäusern im Moment zeigen, wie die gerade laufende Medienkampagne um Reichtumsverteilung zeigt, da geht es jetzt auf einmal wieder nur um Chancengerechtigkeit. Das wird sozusagen in so eine, es wird so neoliberal reartikuliert. Und ich glaube, da ist sozusagen ganz wichtiger Pfand auch linker Strukturen,
der kleinen und großen Linken da entgegenzuhalten und zu sagen, hey, wir müssen doch nicht die Scheiße machen, die uns in die Scheiße geritten hat. Wir wollen was anderes und es gibt was anderes und dann lasst uns mal gucken, wie das überhaupt damals funktioniert hat oder wie es jetzt sozusagen in anderen sozusagen Auseinandersetzungen funktioniert. Andere Beispiele, Privatisierung Bundesfernstraße ist gerade so ein Riesenthema, auch wieder ist quasi dieselbe Scheiße einfach weitergemacht. Oder um lokal zu bleiben, wir haben gerade die Diskussion in Berlin hier, dass aufgrund der Mietauseinandersetzungen, des Mietenvolksentscheides, der ja sozusagen so teilweise sozusagen nur Verbesserungen erreicht hat, dass da jetzt quasi richtig Geld in die Hand genommen wird, aber nicht für Aufbau kommunalen Wohnungsbau, sondern dann lässt man wieder die Privaten bauen. Ja, da wird richtig fett Kohle in die Hand genommen, aber die Kontrolle, also das ist auch so ein bisschen irre, ja, dass man dann nicht auch die Kontrolle darüber sich nimmt und sagt, okay, dann kontrollieren wir das aber auch, wie das läuft und dann können wir auch mehr Einfluss auf Mieten. Ja. Da ist und bleibt richtig, was Bernd auf so der ersten gewerkschaftsübergreifenden Streikkonferenz in Stuttgart gesagt hat. Also wir brauchen grundlegend andere politische Rahmenbedingungen und letztlich auch politische Kämpfe um die Regulierung auf dem Arbeitsmarkt, um die Regulierung von Mieten sowie die ordentliche Finanzierung des öffentlichen Sektors. Und um dorthin zu kommen, und das ist einfach ein Muss, was wir hinkriegen müssen zu organisieren, müssen Gewerkschaften ihr politisches Mandat wahrnehmen. Betriebliche und tarifliche Auseinandersetzungen mit politischen Forderungen verbinden. Ja, das geht nicht anders. Das sind die Auseinandersetzungen, die wir sozusagen organisieren müssen, die wir aber verlernt haben auch ein Stück weit. Das heißt, das richtig Aufbauarbeit zu leisten. Wir brauchen Abbau der Hürden für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, damit es wieder normal wird, dass Beschäftigte unter Tarifverträge fallen. Wir müssen die Ausdehnung von Befristung, Leiharbeit, Werkverträge und so weiter bekämpfen und natürlich die strukturelle Unterfinanzierung des öffentlichen Dienstes. Und wenn wir an den politischen Zuständen nichts ändern, da auch nochmal mit den Worten von Bernd, gleicht die betriebliche und tarifliche Arbeit dem bekannten Sisyphus, der immer wieder den Stein von Neuem den Berg raufrollen musste. Und so fühlt man sich manchmal in Gewerkschaften. Ja, das liegt aber daran, dass wir nicht, dass wir zu viel machen, sondern dass wir zu wenig machen und dass wir es nicht miteinander gut verknüpfen und auf eine politische Ebene gehen. Das ist einfach extrem wichtig. Und am klügsten macht man das, und das zeigt auch die Bewegung zur Personalbemessung in Verdi durch eine Verbindung tariflicher und politischer Kämpfe. Klug nach innen mit einer Strategie zum Organisationsaufbau und das auch nochmal als sozusagen Übertragung auf die Linke. Klug nach außen mit Bündnissen, mit den Parteien und gesellschaftlichen Kräften, also mit der Partei und den gesellschaftlichen Kräften, die eine soziale und inklusive Vision haben. Ja? Und Einzelpersonen aus anderen Parteien, die das aussehen, sozusagen, sind natürlich mit dabei. Aber es ist natürlich eine schwierige Frage, die Bündnisarbeit. Und dazu heißt für die Gewerkschaften eben auch, dass man sich in Bündnissen als Bündnispartner verhält und nicht als der, der dem Bündnis aufoktroyiert, wie das zu laufen hat. Ja, sozusagen, das heißt, in eine politische Auseinandersetzung muss ich auch reingehen und dann die politischen Fragen, ich habe das gerade am Beispiel Geflüchtete, dass wir so einen Prozess organisieren mit Dienststellen, die mit Geflüchteten arbeiten. Ich muss irgendwann dann auch mal mit Geflüchteten und mit Flüchtlingshilfe sozusagen Organisationen sprechen, damit ich eben diese Perspektive da drin nicht verliere. Ich glaube, die Spaltung müssen wir überwinden. Dazu gehört es, Ressourcen umzuschichten, zu mobilisieren, aber auch Erfahrung zu sammeln und die zu verallgemeinern. Und dabei wünsche ich euch in den nächsten Tagen viel Spaß.